Leute, ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, ja? Aber ihr blättert so durch euren Ordner. Blättert schön. Alles schön, alles toll. Schöne Karten. Und auf einmal kommt auf so eine Seite wie bei mir. Und dann ist da einfach sowas. Eine fucking Lücke. Und was fehlt da? Das strahlende Bisaflor. Was macht man dagegen? Man öffnet einfach die Pokémon Go-Team mit Hyteren. Ja, die werden wir jetzt öffnen. Hoffen, dass wir endlich das strahlende Bisaflor kriegen, Leute. Ey, ich krieg sonst einen Anfall. Ich würde sagen, Box aufmachen, reingucken. Bis gleich. So, Box ist auf, Leute. Die Box ist auf. So, schauen wir uns erstmal das schöne Hyterra an. Unsere Promokarte. Ich lasse sie auch erstmal jetzt hier drin. Ich werde die gleich vorsichtig rauspopeln aus der Pappe. So, oh, es bricht alles zusammen hier. Ja, haben wir die obligatorischen Sticker. Dann haben wir einmal hier für euch die Pokémon Go Codes. Bitteschön. Könnt ihr euch gönnen. Dann einmal der Code für die Tinbox. Könnt ihr euch auch gönnen. Und dann kommen wir. Gucken, ob wir eine Aero-Dingen haben. Nein, leider nicht. Dann kommen wir zu den vier Displays. Und ich hoffe echt, dass wir hier endlich das strahlende Bisaflor drin haben, Leute. Ich hoffe es einfach. Ich will endlich diese Lücke einfach gefüllt haben. Das nervt mich. Das nervt mich. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber es nervt mich halt einfach. Ich habe auch noch irgendwo die normalen Starter in den Holos. Die muss ich da jetzt auch noch rein sortieren. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich hoffe, dass ich zählen kann. Ich kann zählen. Sehr schön. Und dann mal einmal eine Blitzenergie. Kein gutes Zeichen für einen Bisaflor. Aber für einen Chanera. Bisaknosp. Vielleicht ist das ein Zeichen. Und ich weiß, Pokémon Go geht euch langsam auf den Sack. Mir auch. Ich habe es jetzt schon oft genug geöffnet. Ich möchte einfach nur meinen Bisaflor haben. Come up. Nee. Das Ditto in... das fehlt mir auch noch. Weberak, ey. Jetzt, oh, Glurak. Und wir haben auf jeden Fall einen Hit hinten, oder? Wir haben einen Hit, eine Weestar. Wir haben Mewtwo Weestar. Habe ich die schon? Ich glaube, die habe ich aber schon. Trotzdem, sehr, sehr schöner Hit. Die gibt es auch in den Weestar Universe anscheinend drin. Nein, es ist so. Die gibt es in Weestar Universe. Ach, Mewtwo. Hättest du nicht ein Bisaknosp sein können? Da hätte ich mich mehr drüber gefreut. Ey, das ist die Todeskarte aus der Hölle. Dieses Bisaknosp-Floor. Whatever, ey. Code für euch. 1, 2, 3, 4. So, Feuerenergie. Auch kein gutes Zeichen. Das ist nämlich die Schwäche von unserem Bisasamen-Gedöns. Pikachu, sehr schön. Für meinen Ordner. Ein Shigi, Bidifas. Ich glaube, den brauchen wir auch noch als Ditto. Bidifas. Ich bin mir gerade nicht sicher. Haben wir den nur in Reverse? Ja. Oh, wir haben eine Goldkarte. Das goldene Mewtwo. Oh mein Gott, das fehlt mir auch noch. Und das Centering sieht. Nein, unten ist ein bisschen mehr. Ey, aber wie krass ist das denn bitte? Standard Mew und goldenes Mew in einer Tin? Okay, das lässt mich das Bisa-Gedönse vergessen. Bisaknosp. Nein, Bisaflor. Ich weiß es gerade nicht, Leute. Mewtwo und das Mewtwo. Wie ist da in Gold? Sehr schön. Ich halte hier einfach 10 Minuten die Kamera, weil ich einfach so geflasht bin gerade. Alter, warum habe ich die Karte, warum habe ich die Tinbox nicht, die liegt jetzt schon seit, boah, wie lange liegt die denn hier? Ein Monat? Zwei? Liegt die hier einfach rum? Steht die im Schrank?
wartete endlich darauf, geöffnet zu werden. Und dann holen wir hier so einen Banger einmal raus. 1, 2, 3, 4. Das hat sich so komisch angefühlt, ob ich da mehr rausgeholt hätte gerade. Okay. Hier merkst du schon wieder die Energiekarte. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ist auf jeden Fall viel größer. Es fühlt sich eklig an, auf jeden Fall, das so zu halten. Das ist ein komisches Gefühl. So, Sonderbonbon. Lamus. Lunastein. Dusselgur. Carpador. Meltan. Bitte haben wir keinen. Ich habe so Melmetall hier in dieser Box drin. Ey, bitte nicht. Bitte nicht. Schon wieder ein Pikachu. Sehr schön. Da freut sich mein Ordner. Und haben wir noch einen Hit? Nochmal ein Pikachu. In Holo. Sehr schön. So. Last Pack Magic. Ich habe tatsächlich. Ich bin am Überlegen, ob es tatsächlich mein letztes Pokémon Go Booster ist, weil ich habe eigentlich alles geöffnet, bis auf die Pokéball-Tins und ja, das müsste es dann jetzt gewesen sein, Leute. Wenn das jetzt hier nicht drin ist, dann entweder hole ich mir nochmal in ein paar Monaten Pokémon Go irgendwo, wenn es ein Sonderangebot ist und rausgeballert werden muss. Aber eigentlich habe ich da gar keinen Bock mehr drauf, das zu öffnen. Dann muss ich mir halt für 10 Euro das Bisa Floor halt so holen. Oder irgendwie ertauschen. Mal gucken. Mal gucken. Aber vielleicht. Bisa Knoss, bitte. 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 Was muss ich machen? Was muss ich machen, um einen Bisa Floor zu kriegen? Ein bisschen Kinn kraulen. Ein Popo kraulen, ich weiß es nicht. Blumen gießen. Was muss ich machen? Verrate es mir doch bitte. Wir haben auf jeden Fall wieder einen Hit. Ich sehe schon irgendwas Dunkles da hinten. Bisasam. Okay. Wir hatten einen Bisasam. Nein, wir hatten einen Bisaknosp. Wir hatten jetzt einen Bisasam. Logische Reihenfolge wäre theoretisch ein Bisaflor. Ich glaube, die hätte jetzt schon kommen müssen, oder? Oder jetzt? Ich weiß es nicht. Oder jetzt? Jetzt aber. Nein, wir haben nichts Grünes. Leute. The journey for a Bisa floor, it's over now. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Wir haben immer noch einen Glumanda in Reverse Holo und wir haben auf jeden Fall noch einen Hit hinten drin, ne? Bitte, ich hoffe ja, das ist jetzt der krönende Abschluss. Die nächsten Monate wird es kein Pokémon Go mehr geben. Der krönende Abschluss, bitte, lass es kein Melmetall sein. Oh mein Gott. Oh, Meistergriff ist genauso schlimm, ey. Vor allem ist sie auch so richtig schlecht ausgestanzt, die Karte. Aber, ey, nichtsdestotrotz, Leute. Nichtsdestotrotz war das doch eine relativ gute Tinbox. Ey, wir haben Mewtwo V-Star und wir haben Mewtwo V-Star Gold. Ey, da kannst du nicht meckern. Gar nicht. Nur ein bisschen vielleicht für ein Bisa Floor. Aber dann muss ich mir es jetzt kaufen, ey. Weil ich weiß echt nicht, ob ich da noch mehr Kraft und Geld in dieses Set investieren möchte, um diese eine Karte zu ziehen. Nichtsdestotrotz, Leute, danke, dass ihr wieder mein Geheul angehört habt. Ey, das kotzt mich halt einfach an, diese Lücke in meinem Bein da. Es kotzt mich einfach an. Danke fürs Zusehen. Wenn ihr noch kein Abo habt, gerne Abo hinterlassen. Die Glocke aktivieren, Kommentare reinschreiben, wie ihr so seid, wenn da eine Lücke in euren Ordner drin ist. Würde mich hier gerne mehr interessieren und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Video. Ciao.